So, wir laufen hier unten ohne rum. Ihr gönnt euch eine Gondel alleine. Da läuft doch was. Ihr fahrt richtig gut. Fritz ist immer so der Korrekte, aber jetzt hältet mal Fritz. Mama mia. Du echt. Der Berg ist riesig. Klettern rauf, genießen diese Brise, atmen Liebe ein und wieder aus. Bleiben hier für eine Weile, Zeit lässt uns verweilen. Leute, ihr seht Adiletten und ihr hört meine Stimme. Und ihr seht die Berge. Ihr wisst, was das heißt. Jenny übernimmt den Vlog. Guten Morgen, das ist unsere erste Nacht hier. Walla Krise! Schaut euch das an, ich will mal die ganzen süßen Leute da drin begrüßen. Ich bin noch nicht ganz wach, wie man merkt. Let's go! Stabilo! Stabilo! Ja, wird schon trainiert. Was machst du? Goat Pump Intus, Mann. Jetzt noch schön aufgewärmt, dein Oberkörper wird zu geschollert, Mann. Geil, Alter. Ja. Geil, Alter. Geil. Ich trainiere nicht, weil ich habe Deload, wie ihr vielleicht bei Irina schon mitbekommen habt. Okay. Wird schon kuschelig sofort. Good morning! In the morning! Good morning! Good morning! Das müssen wir jetzt alle einmal machen, weil ich werde das auch gleich machen. Kaffee? Checkt Irinas Blog. Vor allem den von gestern. Oh. Blog vor allem. Okay, bis später. Was? Statt wieder und wieder irgendwas zu nehmen, stoppt Imodium akut Durchfall oft schon mit der ersten Einnahme. Zu Wirkungen und Nebenrisiken packen Sie in die Packung, ficken Sie Ihren Arzt und schlagen Sie Ihren Apotheker. Lena und ich gehen jetzt draußen meditieren. Die Jungs gehen jetzt hier trainieren. Oh mein Gott, ich bin jetzt auch Rapper. Philipp, was machst du schön noch? Tee trinken. Und abwarten. Let's go outside! Mach einfach ein B-Roll. Okay. Es geht ab. Wie war dein Schlaf? Und wie war die Meditation? Ey, die Meditation war legit next level. Ich saß noch nie so lange einfach so ruhig da und neben den beiden, der Vibe. Sag mal, es ist doch kalt draußen. Ja, aber... Was geht ab? Gold Pump Booster, Alter. Gerade so starke Bändchen noch nie zuvor. Nee, ich hatte irgendwie Lust, ohne Klamotten rauszugehen, weil es ist halt nicht so schlimm kalt. Also, so ein bisschen... Es gibt doch... Ich habe nämlich was gelesen über Mönche. Also wir haben bestimmt ja Art von Menschen, die können ja so... Alles klar, ich einfach umgefallen. Da hat's mich vom Hammer. Hier ist some truck. Okay, was? 84 Kilo im Rucksack. Ehrlich jetzt? Nein, du... Nee, 40 Kilo. Bin ich gespannt. Weil ich bin ja sehr picky, was Pull-Ups angeht, ne? 40 Kilo. Das ist wieder. Aber kick mal 40 Kilo im Rucksack. Let's go. Da gibt's ein paar Sachen nicht. Hey, ich hab Chalk dabei übrigens, gell? Come on. Pull, nice. Aussocken, nice, I love it. Hör auf, weniger kippen hier. Also Füße, ja egal. Oder ich bin König der Glück, da sind ja 5 Kilo drin. Ja, 5 Kilo. Wie geht es nochmal? Caruso, der König der Lügner. Herzlich willkommen. Ich hab Mini-Chalk dabei. Wollt ihr jetzt meinen Penis sehen? Ja, 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 ja. Okay, let's go. Zeig mal deinen. Was ist mein? Junge. Ey, hier oben sind die Augen, bro. Hier oben sind die Augen, bro. Oh, das ist nicht so. Boah, Kerl. Wir sind dumm. Adventskalender Time! Heute ist der 15. Ich hab's instant gefunden! Also darfst du instant aufmachen, wa? Es ist. Yum, yum, ja! Yum, yum! Ist dasselbe, was? Ist dasselbe, oh mein Gott! Folgt mir auf V-Gains Ranks und V-Gains. Die deutsche Story V-Gains sind gerade so geil, die bleiben so geil. Schaut die Themen. Mir auch, at jenny.jenny.jenny. Irina, bob, was, Bruder? Alter, bist du ein Backpacker hier in Österreich, oder wie? Wo warst du schon mal backpacken, dass du so ein Backpacker hast? In Asien, also in, auf Kreta auch schon. Oh, nice. Voller Bananen. Alles voller Bananen, das mal Boys. Er hat eine relativ gute Auswahl. Ja, also für Obst und Gemüse geht's. So, ihr wisst, welche Übung ich jetzt mache. Wegen Savages Dips. Take care of your skin. Immer schön Möglichkeiten nutzen, um Crows in den Longsleeve zu rocken. Count your blessings. So viele Blessings habe ich schon gecountet. Aber gibt's nicht mehr, war immer nur Limiting Merch, bin so cool, deswegen habe ich gleich zweimal gekauft. Also ich verkauf's für, ihr könnt mal bieten, wie viel ihr dafür zahlen würdet. So, jetzt schaut euch mal diese schönen Dips an. Ja, das ist deine Brust geschlossen, Schultern vordrücken. Aha, Ringe näher an den Körper, das ist einfacher. Kipp nicht, aber ansonsten ist gut. Und was sagt Jenny? Bist du offen für ein paar Tipps? Hey, ich bin open-minded as fuck. Okay, und zwar, number one, lass mal deine, hör auf zu kicken. Weil mit diesen Kicks hier machst du es dir leichterer. Ja? Und dann ist es halt ein Cheat. Okay. Dann mach lieber ein bis Ring. Okay, okay, verstehe. Number two, a ring. Aber es ist gut, um noch so einen rauszupushen, oder? Ja, aber ja, es ja. Ist halt. Doch, ich fühle mich so gut. Also, ja, wenn du es richtig gefühlt hast, hast du keinen Ringdips halt nicht. Aber lass deine Brust geschlossen hier. Weil du gehst hier rein, siehst du den Unterschied in den Schultern? Ah. Zu sein.
Okay, ja, nee, geiler Tipp. Sonst gehst du um die Schu- also sonst. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Dann sagen alle immer, dass Dips Schultern kaputt machen. Aber ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Sorry, Brust geschlossen, okay. Und wenn die Brust aufmacht, dann höre ich auf, runterzugehen. Ja, genau. Boah, das ist ein guter Tipp. Danke, Jenny. Wo ist deine Hose? Ich hab keine. So, wir laufen hier unten ohne rum. Oh nein, ich muss. Geh einfach gleichzeitig. Nee. Mach einfach so wie es im Ball, weißt du noch? Ja. Das war so cute. So cute. Mach nur noch, was ich will und bring es raus. Das ist jetzt Jennys Song. Ich freue mich so. Ja, sag dir mal ein Frühstück, oder? Ja, also my friends, der liebe Philipp hat uns Porridge gemacht. Ja, Porridge. Zeig mal, lass mal einen Blick über die Schulter werfen. Oh, so viel für uns. Philipp ist hier der Sugar Daddy, oder? Ja, was? Ja, klar. Also du gibst hier immer Sugar. Also das hier sieht am schönsten aus. Das ist meins tatsächlich. Das sieht am schönsten aus. Was habe ich weggestellt? Aber Jenny, was ist das da? Das ist No Way Bar. Chop, chop, chop. Genau, dann ist hier irgendwas. Das Frühstück, ich glaube fast, ich esse draußen. So, Jen, jetzt kommt dein Part. Oh ja! Medizin, schlafen, ich scheiße nicht mehr. Ich mach nur noch Müll. Okay, ich glaube, auf hier kann das ich mal das. Akkurat. Mein Chick ist so besser. Gut. Einsatz, Bizeps. Und dann bin ich dran. Let's get it! Ja, ich wollte eigentlich den Friends zeigen, wie toll Irina und ich da draußen essen. Das letzte Mal, als ich hier war, ich gucke mir gerade meine Storys durch, weil ich will so ein Bild posten von, wie es vorher im Sommer war und jetzt. Und das letzte Mal, als ich hier war, ich war nur 4 Tage hier. Ich hatte das Gefühl, das war so ein Monat. Das kam mir auch so lang vor. So, das war einfach so schöne Quality Time, oder? Ja, das ist so krass, Alter. Auch dieser eine Tag, den wir da hatten, kam mir vor wie eine Woche. Ja. Okay, Jenny möchte eine Ansage machen. Bon Appetit! Okay. Okay. Das war's. Aber ihr sieht so schön aus hier. Ihr passt so gut in die Landschaft. Jenny, bist du hyped auf Skifahren heute? Hey, so sehr. Weil wir? Und jeden Tag so heute gehen wir Skifahren. Wir haben viel gemacht. Wir waren immer. Wir waren spazieren, wir waren wandern, dann waren wir Bobfahren, dann waren wir. Aliens bauen. Imagine, du keiner hat mehr Bock. Ja. Ich hab Bock. Sowas von, Alter, dafür bin ich gekommen. Und für Freddy. Oh, das war so süß. Oh mein Gott, da mach ich jetzt meinen letzten Satz Bizeps so hart. Weil Tango meinen Helm geklaut hat, muss ich halt mit Richard fahren. Übelster Style, dreh mal deinen Kopf. Oh, den Sticker habe ich aus Camp aus Champions in Whistler in Kanada. Alter, damals war ich so ein Shredboard. Ich war nur am Shredden und da war es einer der geilsten Funparks. Keine Ahnung, was dieser Sticker bedeutet, aber der sieht einfach mega cool aus. Und da steht so FF drin, wie für Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand. Hier ist deine Maske, Bro. Und Irina läuft sich gerade ein Snowboard aus, oder wie? Ja, die gehen auch auf Klo. Kurz. Hast du meinen Handschuh, oder ist der? Ja. Danke. Ja, ich sehe schon. Manifestiert schon. Und seid ihr runtergefahren? Halb. Ja, ich hab so Bock jetzt. Ich hab meine GoPro dabei, ich mach so geile Shots von dir. Ich hab meine nämlich vergessen. Geil, dass du dabei warst. Ich hab einen Brustgurt und ich mach so geile Shots von dir. Wisst ihr, was ich habe? Ein Rückenprotektor. Sick. Hast du auch einen Arschprotektor? Nee. Aber Arschgains, die Regeln, oder? Ja, ich hab auch gestern schon gesagt, weil irgendwer, ich glaube Tenga war es, hat gemeint, vom Schlittenfahren tut der Booty so weh. Da hab ich gesagt, du brauchst mehr Gains, Bro. Ja, du brauchst mehr Gains, Bro. Aber hättest du gesehen, was der Junge gestern abgezogen hat? Wir gehen noch Schlittenfahren die Tage. Ja. Und dann schau dir mal an, wie Tenga Schlitten fährt, dann weißt du, wieso sein Arsch so weh tut. Das ist mein Snowboard. Ihr wisst eh, go vegan, be a hero. We gain strength. Den habe ich gemacht, das war mein erstes Logo. Dritte Auge offen, let's go. Skipass, ich habe halt gut rein. Die sind teuer. Wir haben uns einen 4 von 6 geholt, was cool ist. Dann können wir in 6 Tagen 4-mal fahren, wann immer wir wollen. Können wir 2 Rest Days machen. 209. Und immer schön so eine Tasche, wo man direkt. Eure schwarze Maske hat so Style dazu. Tschüss, tschüss, tschüss. Couple Goals, würde ich sagen. Ja. Ihr gönnt euch eine Gondel alleine. Da läuft doch was. Mutter und Sohn. War es gerade eine Ansage oder was? Ich glaube, Tenga hat Issues. Dann bist du ich meine Tochter. Ich bin dein Daddy. Ich habe auch Issues. Und du bist der Ego-Pumper, der fucking Banging hört mit Kaugummi und einfach. I don't need anyone. Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over. Vegan Sandwiches. Also, meine Vegan Sandwiches fahren übelst gut, Mann. Ihr fahrt richtig gut. So muss das sein. Ey, Irina, krass, wie gut du Snowboard fährst. Aber fahr echt noch easy, okay? Ja. Zeig mal deinen coolen Handschuh. Meine Handschuhe. Ach, ist das schön, ist das schön. Hier, 360 View. Wow. Und wie ist es, die Pisten alle für uns zu haben? Nice.
oder? Surreal, Mann. Das ist echt so surreal, weil eigentlich das Skigebiet ist halt richtig am Poppen und es ist so voll. Und bei den Lüften muss man teilweise auch gut warten. Es wäre jetzt auch nervig, so mit den Masken und so. Ist einfach alles leer, alles präpariert und wir haben auch die geilste Gang am Start. Rückbank, der Wandel von noch schüchtern zu Mama komm. Hört euch unbedingt von Crow sein vorletztes Album True an und checkt besonders den Song Baum. So krass. Es hat so Spaß gemacht. Ja. Oh, das es war so geil. Ich freue mich so, wenn ihr ich beiden. Ich hab so FOMO, Bro. Nein. Nee, ich meine Spaß. Ist der andere Philipp ready? Der ist. Morgen muss er auf eine Piste. Lass morgen einfach zusammenfahren. Dann können wir auch so die einfach zweimal fahren und so. Und ich bin so stolz. Ja. Und mach mal den kleinen Bro auf meinen kleinen Bro. Das ist richtig gut. Oh. Weil Fritz ist so viermal gefahren und fährt so krass. Ja? Und ey, wie lange habe ich bitte gebraucht, um Snowboarden zu lernen? Also jetzt auch nicht so lange, aber beim vierten Mal war ich schwarze Piste, weißt du? Tag. Schwarze Piste, die wir da hingefahren sind. Crazy. Ja, so, das sorgt bei diesem Fritz. Und er ist so krass, er übt jetzt einfach weiter. Also er möchte der Beste sein. Natürlich fahre ich weiter. Also ja, bis hier haben wir die Lüfte auf, oder? Ja, ja. Und? Was haben wir? Was haben wir da? 40 cool, Minuten. Wie fährt die Irina? 50 Minuten. Alter. Hast du Ski was noch? So krass. Ja. Freu dich auf den Vlog. Irina fährt todeskrass. Die fahren alle so krass. Die wirklich, Bro, ich fahre so schnell und die sind noch schneller. Das ist so krank, Mann. Der könnte echt Skirennfahrer sein. Manchmal versuche ich ihn so einzuholen und ich schaff's nicht. Krass. Deswegen freu dich, Mann. Ich freu mich so sehr. Ich habe schon so ein paar Tricks gemacht. Ich habe Irina schon gesagt, zwei Tage soll sie noch so üben und dann zeigen wir so Shifty, 180, 360, vielleicht Fronty oder Becky. Bleibt dran. So, die anderen sind noch fahren. Perfekt. Die Küche ist leer. Dann gibt eigentlich nur eine Frage und zwar: Welche Carbs? Ich glaube, Vollkornnudeln oder Reiswürz. Im nächsten Shot seht ihr. Oder Kartoffeln. 30 Gramm Hefeflocken haben einfach fast 15 Gramm Protein, nur 100 Kcal, wie ein herzhaftes Proteinpulver sind einfach Hefeflocken, schmecken so geil. Also ist Reis geworden, hier mit Gemüse, rest Leben. Aller Krise. Ich mach mir Sorgen um Tenga, weil der ist nur am Zocken. Wetten wir, wenn ich jetzt auf sein Display gucke? Dreh um, Junge. Dreh um! Mach an! Wir waren am Zocken. Was zockst du da eigentlich? Brawl Stars. Bro, bist du süchtig, sei ehrlich. Ja. Ist das einfach mein... Heißt Excitement? Nee, mein Entspannungsding, was ich mache. Wie oft zockst du am Tag? Ein, zwei Mal. Und wie lang? Keine Ahnung, eine halbe Stunde. Walla Krise. Allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du liegen. Spaß, Jock. Jock noch mehr. Reis ist muy bien. So muss der aussehen, Leute. Genau so. Hier haben wir einfach Kidneybohnen, gefriergetrocknete Mais, Ketchup, Tomatensauce, Gewürze, Kräuter der Provinz, Hefeflocken. Hier sind die Einstellungen mit von der Kamera. Ich schau mir das jetzt mal an. Or the windows in the rain is pouring. It will
habe vorher schon gegen Tenga verloren, aber vielleicht gewinne ich ja gegen Finn. Welche Ideen hast du mitgenommen? Ich male mit bunten Farben. Ich habe mich einfach Flowstay channeln lassen. Voller Krise. Mir fehlen zwar noch 83 Kalorien, aber scheiß drauf. Voller Krise, ganz viel Marmelade. Ich hatte einfach Bock Marmelade mit Maiswaffeln und dann noch Bock auf 2 Bananen. Alter, ich will Stoppel kennen. Boah, riecht geil, Mann. Ich würde gern probieren. Aber nee, was ich eigentlich euch zeigen wollte. Es ist natürlich wichtig, dass man sich auch um seine Freunde kümmert. Und deswegen stelle ich immer wieder mal die Frage. Was liegt dir denn auf dem Herzen, Bro? Oh! Das kleine Tier. Ein Murmeltier liegt ihm auf dem Herzen. Ja? Die ist nicht vegan. Da ist gemischtes Hack in der Küche. Guck mal. Ach so, der Podcast gemischtes Hack. Unlustig, sein Vater. Der ist so gut. Der ist so gut, nein, der Podcast. Der ist nicht vegan, die Küche. Der ist gemischtes Hack in der Küche. Der Podcast ist so gut. Warte, checkst du den Joke? Checkst du den Natürlich habe ich den gecheckt. Digga, oh, zieh mal auf die Bananen. Wenn man einen Joke erklären muss. Ja, aber wieso lachst du nicht, Mann? Wieso lachst du nicht einfach? Weil es nicht witzig war. Tint auf deinen Kopf. Ich muss ins Boot holen. Und wie deutest du mein Bild? Also, ich sehe 2 Delfine. Aber was ist mit dem? Mit dem? Ja. Der ist awakened. Yes. Der ist on trip, der trippt gerade, oder? Ja. Und das ist ein Crow Smile Club. Yes, Bro. Das ist König Seiten, oder was? Das Kreuz, wo wir rumfahren. Bro, das ist einfach nur. Das ist ein Nippel und ein UFO. Das ist das hier. Warum ist da ein Kreuz? Ist das ein Kondom? Bro, es ist eine Wallerkrise. So sieht in meinem Kopf eine Wallerkrise aus. Wie? Ja, so. Ich habe hier gerade Tenga gemalt. Und die Ähnlichkeit. Hast du gemacht? So, schauen wir mal seine Reaction an. Meine Güte. Gute Gains gemacht. Oder? Ja, aber ich... Ja. Nein, das ist dein Pulli. Das ist, steht auf deinem Hoodie drauf. Ach so, liebe Bro. Ja. Okay, aber guter Cut. Oder? Die eine Augenbraue ist nur ein bisschen lang geworden. Ja. Also, holla Krise. So stolz auf meine Rocker Bros. Die sind ja einfach auf einem Gnadenhof. Eine Sanctuary. Ich wäre natürlich auch mitgekommen, aber ich bin hier und schieb übelst zu Walla Krisen. So schön einfach. For the animals. Also, Walla Krise. Alle sind mit ihren Autos unterwegs. Hier ist die Startlinie. Die Ziel ist vor meiner Haustür. Und ich würde sagen, ich halte einfach mein Handy fest. Seid ihr ready, alle? Ja. Philipp? Also, was brauchst du noch? Also, ich bin ready. Aber okay. Philipp, hinten bist du ready? Ja. Jenny, ready? Ja. Irina, ready? Yes, sir. Tenga, ready? Ja. Fritz? Das soll ich alle. Philipp? Philipp, bist du ready? Ich hab einen. Okay, Leute, ich zähle bis 3 und auf 3 geht's los. 1, 2, 3! Walla Krise! Walla Krise! Alter, wie lächelt man? Langsam, Digga, ich dachte, dieser Holzbob wäre am schnellsten. Aber die sind da vorne und schieben sich Riesen. Obwohl, jetzt muss ich hier fahren. Aber der ist der Scheiß der schnellste. Diese Plastikteile, Mann. Ja, Mann, jetzt kommen wir in Fahrt. Digga, die sind schon am Ziel. Aber ich bin nicht der Letzte. Walla Krise! Scheiße! Komm schon! Alter, war das schnell! Wer hat gewonnen? Fritz. Oh. Zweiter Platz. Aber wieso sind die so schnell? Walla Krise! Weißt du, ich bin Erster geworden, wenn nicht dieses Ding hier unter meinen Schlitten gekommen wäre und der hat geblockt. Oh. Ja, er war echt richtig schnell. Er war noch schneller als ich. Aber ich dachte, die Holzdinger sind am schnellsten. Deswegen Holz ist scheiße immer Plastik, oder? Ja. Oh, das war so scary. Walla Krise. Wieso wart ihr so langsam, ihr Letzten? Wir sind stecken geblieben, weil wir Spaß hatten. Ja. Ach so, es ging um den meisten Spaß. Ja. Oh, Gewinner ist Jenny und Irina. Round 2. Jetzt haben wir alle Plastik-Scheiße. Seid ihr ready, Leute? Ich zähle wieder bis 3, okay? 1, 3. Alter, das ist so schnell! Fuck, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Es war so tödlich. Alter, man ist so schnell mit denen. Bro, wie soll das für Kinder sein, oder? Was? Wie soll das für Kinder sein? Ja. Alter,
Diesmal Props, dass ich gewonnen habe und ich habe gefilmt. Es ist halt auch unfair, weil ich wiege halt 30 Kilo mehr als so der eine oder andere. Ja. Warte, da kriege ich noch einmal. Ja, ich bin auch noch mal. Aber das Hochlaufen sagt halt. Aber morgen, letzte Abfahrt mit dem Bob. Aber egal, der Vlog geht schon ewig. Ich beende den Vlog jetzt hier. Leute, noch eins offline, weil mit zwei Händen. Weil das war echt suicidal, macht das nicht zu Hause nach. Jetzt schon mit beiden Händen. Aber ich dachte einfach so, Walla Krise, mach einfach. Danke fürs Einschalten, bis morgen. Folgt eurem Highest Excitement. Peace out. Ich meditiere, schlafe und ich scheiße nicht mehr.